Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Dokkan Battle wurde leider geändert. Dokkan Battle gibt es nicht mehr so in der Form, wie wir es kennen. Es ist nur ein anderes Game. Das Game heißt Dolly Battle. Wir werden uns natürlich das Ganze anschauen. Heißt, es wurde quasi geändert, das ganze Game. Warum kam es dazu, kurz, wenn ich das sagen darf? Von den ganzen Beschwerden über die letzte Zeit, dass das Game quasi rigged ist, manipuliert ist, dass die Spieler nicht zufrieden sind, etc., etc., da lasse ich Bandai Namco. Wisst ihr was? Okay. Ihr mögt das Spiel nicht, wir ändern das komplette Spiel und das folgende Spiel sieht jetzt folgendermaßen aus. Ja, wir spielen kein Dokkan Battle mehr, es ist Dolly Battle. DollyBattle.de ist GG. Dolly Battle, Leute! Dolly Battle ist nun in aller Munde, Dokkan Battle gibt es nicht mehr. April, nein, okay, bevor ihr das zu ernst nimmt, April. Ist natürlich ein April-Scherz, ja, also nicht in den falschen Kran gehen, nehmen. Ist ein April-Scherz von Bandai Namco selbst. Wir haben heute den 1. April. April, GG, überall. Ich stehe auf. Guten Morgen. April. Kommst du essen? April. Ich muss aufs Klo. April. Ihr kennt wahrscheinlich die April-Dudes, die da nonstop eskalieren mit April. Bandai Namco springt in denselben Zug. Also, ich will nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Ist cool, ja. Also, was heißt cool? Es gehört dazu. Heute ist April. Macht ruhig die ein oder anderen Scherze, ja. Also, verarscht ruhig die ein oder anderen Leute. Es gehört dazu. Anyways. Das ist nicht der Fall, das ist nicht das Thema, denn Dolly Battle ist das Thema. Zum 1. April wurde quasi Dokkan Battle geändert in Dolly Battle. Wir schauen uns ganz kurz alle Informationen an. Was ist denn dieser April-Scherz? Was hat es damit auf sich? Bevor wir anfangen jedoch, welchen von diesen Charakteren hier im Home-Bildschirm findet ihr am nettesten, wenn ich das so sagen darf? Findet ihr am, sieht am besten aus? Bitte schaut euch mal Mai an. Wie cool sieht Mai aus? Ja, also prepared for battle-like. Ich weiß nicht, Mai ist irgendwie Freunde von meinem Sohn, deswegen muss ich da ein bisschen, ja, für sie stehen. Da ist auch meine Tochter zwar, etc., etc., meine Wifey, ja, in ihren jungen Jahren. Sei es drum. Solange das Ganze lädt, wie gesagt, ja, Dolly Battle. Heute ist ein Ding zum 1. April. Nach dem 1. April wird das natürlich wieder offline gehen. Es wird aber noch eine Karte hinzukommen. Wir schauen uns gleich die Information an, was steht denn in den News. Es wird aber noch eine Karte hinzukommen, nur leider wurde bis jetzt in JP via DBZ Space nur ein Datum genannt, beziehungsweise nur in DBZ Space im japanischen Seite ist das quasi, dass die Karte noch kommen wird bei Schedule, bei dem Tab, diejenigen, die es ja auskennen. Und das wird heute um 17 Uhr der Fall sein. In Global ist da noch nichts, aber das sollte nachgereicht werden, weil wir wissen ja, JP hatte vor uns den 1. April, deswegen kam schon davor. Also dasselbe ist auch in JP schon draußen und Global hat es erst ab heute 10 Uhr morgens bekommen, ab dem 1. April. Und genau. Anyways, also jetzt schauen wir uns mal die neuen Sachen an. New Function Release. New Function Dolly Battle Release. Come and win the hearts of the girl from the Dragon Ball Series. Alles klar. Also um es kurz zu fassen, ist Dating Simulator. Ja. Die Japaner stehen da total drauf. So Dating Simulatoren und deswegen haben sie das kurz Dokkan Battle umgeändert in Dolly Battle. Also fängt ab heute an quasi. Beziehungsweise bevor wir weitermachen, es ist ja ein April-Scherz. Diese Funktion gibt es nicht und wird es nicht geben. Es ist nur ein Joke. Also es wird nicht kommen, ja. Nicht, dass ihr da sucht, ey, wo ist die Funktion? Ich habe dir gerade die Information gegeben, aber ich finde sie nicht. Es gibt es nicht. Wir schauen uns einfach mal kurz an, was die Sache ist für den 1. April. Genau, Dragon Ball Z Dolly Battle. So, und zwar steht hier Hangout with the Girls from Dragon Ball. Also ihr könnt mit den Girls von Dragon Ball rumhängen. In der neuen Funktion, ja, in Anführungsstrichen, die gibt es ja nicht. Dating-Simulation ist das quasi, um es kurz zu fassen. Und ja, wir sehen schon, das Game weiß auch, dass heute der 1. April ist und hier tut es direkt, wenn ihr das seht, Text über Bild brettern. Deswegen lassen wir kurz neu starten. Ja, heute ist der 1. April, man merkt. Heute ist der 1. April. Jetzt passt aber. Ja, sofern die Bilder mal laden würden. Heute ist der 1. April, ihr merkt's. Heute ist literally der 1. April. Sogar das Game trollt uns. Jetzt aber. So. Genau. Wie gesagt, die Girls von der Serie sind in Dolly Battle zu finden und Brian wird uns da helfen, uns zurechtzufinden. Das ist quasi erstmal eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Man kann mit den Girls quasi in eine Relationship eingehen, mit ihnen agieren, Konversationen führen und dann quasi besser werden in der Beziehung, wenn ich das so sagen darf, mit ihnen daten, sozusagen, wie das hier steht. Have a conversation with girls and tap on the capsule button at the top right corner to choose items as presents. Also ihr könnt den Items geben, wenn ihr da Capsule Button klickt. Und so weiter und so fort. Und dann kann man noch den Dragon Radar suchen, um die Dragon Ball zu suchen. Das war hier der Fall, das war dieser Button. Genau. Und dann kann man Shenlong zu Hilfe rufen, falls mal mit einem Date nicht läuft und es ein Problem gibt. Und dann könnt ihr Shenlong rufen und Shenlong kann quasi das Problem lösen oder
Also man kann das erst machen, beziehungsweise sollte man das erst machen, wenn das Mädchen, das Girl sich disappointed fühlt. Also wenn es ein Problem gibt quasi, wenn man das macht, wenn alles gut läuft, also Shenlong wünscht, dann kann es sein, beziehungsweise wenn es steht, wenn ihr euren Wunsch direkt wünscht, dann kommen die Shadow Dragons, könnten auftauchen. Und genau, dann könnte es zu einem bösen Ende kommen. Also dann wäre Schluss mit dem Date quasi oder mit der Beziehung. Genau. Und dann kann man quasi auswählen, ob man ja eine Antwort geben auf eine Frage. Zum Beispiel, Videl fragt uns, magst du Girls mit kurzen Haaren? Entweder kannst du sagen, ich mag sie mit langen Haaren mehr oder ja, kurze Haare sind gut zum Kämpfen etc. Und je nachdem, was du antwortest, kommt halt irgendwas anderes raus. Ne? Also, ja. Select a choice, blablabla, if you find it difficult to understand the girl's mind. Das ist halt auch witzig, ja. Das ist so typisch Troll 1. April. Wenn ihr nicht wisst, was das Mädchen meint, ja, kann im Real Life echt oft passieren, dann zack, nimmt ihr einfach die Ability von Ginyu und tut Body Changing. Ja, GG. Ein Tag mal ein Girl sein. Ist jetzt quasi machbar mit dem mit Dolly Battle. Ja, und dann könnt ihr halt quasi den Body changen und dann könnt ihr checken, aha, das und das meint ihr, dann change it zurück und dann change it zurück und dann könnt ihr sagen, ja, du willst doch das und das wissen und hier, I've got you. Um es kurz zu fassen. Dann gibt es kein Dokkan Awakening mehr, sondern Dolly Awaken. Okay, wenn ihr quasi eure Beziehung wirklich zu einem Top-Level gebracht habt, dann könnt ihr euren Charakter Dolly Awaken und dann bekommt ihr quasi, ja, wird die Beziehung noch besser, also so, ja, GG, was auch immer. You may perform Dolly Awakening if you race to your affinity with the girls, you have a second, you may shorten the distance with the girl, ja. Eben, dann wird die Beziehung einfach besser quasi. Und dann, könnt ihr sogar vielleicht den versteckten Charme eures Girls erwecken. Okay. Dann, wenn ihr denkt halt, wenn ihr euch denkt, ich, hier steht literally, wenn ihr, I liked her better when she was mean. Wenn ihr euch denkt, ah, ich habe sie mehr gemocht, als sie ein bisschen böse war. Kein Problem, dann könnt ihr sie reversen mit den Incredible Hourglasses und dann könnt ihr sie quasi wieder zurück reversen und dann wird sie wieder so böse wie vorhin. Genau. Ja, viele Girls warten auf uns, das sind so Charakterprofile quasi. Und this is the end of Brian's introduction. Okay, to learn more, please shout in the function. Ja, also nochmal, ich sag's wirklich nochmal gerne. Es war eine Anleitungs-News, aber dieses Dolly Battle, die Funktion gibt es nicht. Ja, ihr müsst euch jetzt da nicht verrückt suchen. Ich denke auch nicht, dass sie kommen wird im Laufe des Tages oder so. Das ist einfach nur ein Joke. 1. April, ja, April-Scherz. Also nimmt es da nicht so ernst. Dann, zuletzt noch. Nixon Dash Campaign is also available. Okay, irgendeine Kampagne, available, favorite. Baba. Baba! Oh mein Gott, available now, man. Available now, man kann sich mit Barbara treffen im Starter Dash Campaign. You sure? You sure are a young one? Uranai Barbara. Also, die würde ich auf jeden Fall gerne mal treffen, ne? Mit dem offenen Date gehen. Anyways, Leute, ja, hier habt ihr es. 1. April-Scherz. Dolly Battle ist ein Ding. Ich sag's nochmal gerne zum Schluss. Ist ein 1. April-Scherz. Die Funktion gibt es nicht. Nach dem 1. April wird das Ganze auch offline gehen, mehr oder weniger. Aber zur Karte selbst. So sieht das Ganze aus. So sieht die Karte aus. Wie gesagt, im japanischen Lokalbattle gibt es einen Termin. Das wird heute um 17 Uhr der Fall sein. Unsere Zeit in Global sollte das noch nachgereicht werden. Da hatten wir noch kein Datum. Die Karte selbst. Ja, kann eigentlich nicht viel. Beziehungsweise kann sein, dass da noch vielleicht was hinzukommt. Passive etc. Bis jetzt wissen wir nur HP Attack und FS1 kosten 99. Das ist halt die Karte vom Titelscreen. Das Geile ist jedoch, wenn man diese Karte auf den Max-Level bringt, dann ändern sich die Stats auf HP 2018, Attack 4. Dev 1, also wirklich für den 1. April gedacht. Genau. Anyways, Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Die ganzen News, wie gesagt, das ist ein April-Scherz. Also, wie gesagt, die Funktion wird eigentlich nicht kommen, sollte nicht kommen, wird nicht kommen, ist ein Scherz. Was haltet ihr aber jedoch davon, von dem ganzen April-Scherz? Habt ihr mehr erwartet? Seid ihr zufrieden? Oder sagt ihr, ja, ist ein April-Scherz, kümmert mich nicht, nehme ich einfach mit und gut ist. Lasst mich, wie gesagt, alles in den Kommentaren wissen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.